Sie hält nicht wirklich. Wunderschönen guten Morgen, meine Kinder. Tag Nummer 2. Wie ich mich fühle? Ich fühle mich wie meine Hände. Am Arsch. Demoliert. This is gut. Aber ich bin so happy, weil der Umzug kommt voran. Und bevor wir mit dem Umzug Tag Nummer 2 anfangen, möchte ich wirklich ein riesigen Dankeschön zu dem Pure Velvet Team, zu die Christiane, zu die Karina, zu deren Team. Ich bin dankbar, ich bin sprachlos und ich schätze so sehr, dass sie mich mit diesen wunderschönen Möbeln unterstützen wollten. Plus, es geht nicht nur um Möbel, ich habe selten so nette Menschen kennengelernt und die Christiane und die Karina, sie sind so herzlich, nett, sie sind mega professionell, sie sind ein kleines Team und noch dazu, sie liefern nach Deutschland, nach Österreich, nach Schweiz, sie liefern eigentlich überall. Wo sie mit einem Lieferwagen hinkommen, werden sie liefern. Ja, ganz ehrlich, wenn du am Umziehen bist oder wenn du einfach nur gute Dekostücke brauchst, melde dich bei denen. Geh auf die Webseite purevelvet.at und gönn dir was. Wie gesagt, nicht nur die Möbel sind fabelhaft, sondern auch die Menschen in der Möbel sind fabelhaft. Und deswegen unterstütze eine kleine Firma. Don't be shady, be a shopping lady. Komm, Bitch, fangen wir mit dem fucking Video an, ne? So, meine Kinder. Oh, my fucking God. Hey, Bitch, hey. Guck diesen Tisch, Boba de Dua. Pompöser geht's nicht und I love it. Den Kronenleuchter sieht so gut aus, ist gigantisch. Der Elektriker muss dann einfach die Glühbirnen bestellen, weil das sind englische Glühbirnen und man findet sie nicht einfach so in einem Supermarkt bei uns. Und der Spiegel ist auch der Hammer. Irgendwie erinnert mich das an Jesus und einfach an königliche Menschen. Ich lieb's. Ich lieb's. Jetzt sollten auch gleich die Karina und Christiane kommen. Es ist 10 und der Elektriker war um 9 Uhr da. Er hat in einer Stunde alles gemacht. Der Typ war schnell. In der Zwischenzeit, dass der Elektriker das Ding gebaut hat, habe ich noch diesen Sessel ausgepackt. Diese grüne Schönheit. Und ich habe Karton demoliert. Karton demoliert. Karton demoliert. Und jetzt ich werde diesen Karton demolieren. So, jetzt sind die Christiane da. Hi, guten Morgen. Hi! Was machen wir heute oder jetzt als erstes? Jetzt wird Gleis angerührt, dann wird tapeziert. Die Wand. Ja. Ah! Dann kommt das Regal vor die Wand. Ja, oh mein Gott. Eine Rückwand, wo man die Tapetuschen durch sieht. Ja, ich freue mich riesig. Riesig. Ich filme dich dann, wie du das Ding umrührst. Ja, aber das funktioniert. Okay. Wir nehmen Tapeten glatt, 4 Liter Wasser. Jetzt kommt 4 Liter Wasser drin. Spannend. Wir machen eine Torte. Ich habe so Lust auf Tiramisu jetzt gerade. Oh ich glaube, das gibt es im Hotel, oder? Will ich meinen, dass ich das auf der Karte gesehen wahrscheinlich, habe. Ja. Aber ist nicht so gut wie der, das meine Mutter macht. Jetzt wird mein bisschen starben. Und dann wird hart. Jetzt, er wird vor allem auch pink. Was? Ja. Oh mein Gott. Weil, damit man sieht, wo man schon gekleistert hat, er wird dann farblos, wenn er trocken mega ist. Mega. So, die Christiane misst gerade irgendetwas. wie viele Streifen, das wir brauchen, ne? Genau. Ich bin am Überlegen, anstatt vielleicht die ganze Wand zu machen, ja, dass man wie eine weiße Umrandung lässt. Schauen wir uns noch die Regalmaße an von der Höhe. Weil das Einzige, was doof ausschauen würde, wäre, wenn das Regal dann höher wäre. Höher ist, oder? Stimmt. So, meine Lieben, seht ihr diesen wunderschönen Regal, der gerade einfach nicht steht? Das ist 2,40 Meter hoch. Und meine Wand ist 2,30 Meter. Jetzt. Wir müssen die Füße abfeilen, seilen, sägen. Die Hälfte kommt so oder so nächste Woche, dann werden automatisch die Füße abgesägt. Und ja, das wird lustig. Vielleicht fahren wir danach im Bauhaus und wir kaufen eine Säge und wir sägen den Ding selber weg. Aber zuerst gucken wir Christiane zu, wie sie die Wand malt, streichelt. Wie heißt genau diese Pampe, wo du drauf setzt? Kleister, Tapetenkleister. Kleister. Und dann setzen wir, die Tapete drauf. Die Tapete. Dann setzen wir diese Art Deko-Tapete drauf. Und es wird so wunderschön. Ich zeig's euch, sobald wir die erste Streifen draufsetzen. Ah, ich hab da was!
Ah, und so, das war ein Shop bei Pure Velvet. Sie haben so geile Tapeten. Also es war recht schwer, mich entscheiden zu können für diese. Aber weil das Sessel gelb ist, gelb. Wow, das Sessel. Gelb. Nee, weil das Sessel grün ist und alles hier mit Golddetail hat, habe ich gedacht, eine Art Deko-Tapete mit Golddetails und verschiedene grüne Töne. Doch Fabulous reinpasst. Oh mein Gott, jetzt kommt die Tapete. Ich hoffe, dass sie hält. Oh oh. Sie hält nicht wirklich. Jetzt haben wir einfach die Pampe auf der Wand. So, Lali, leider haftet die Tapete nicht auf den Kleister auf der Wand, weil meine Wand so eine Struktur hat. Deswegen fahren wir gleich in Baumarkt. Aber davor, dass wir in Baumarkt gehen, bauen wir mein Bett auf. Mein Muschelbett ist hellblau. Und ist samtig. So, ich halte eine sägende Hand, weil wir sägen einfach den Fuß ab. Also funktioniert. Ein Fuß ist schon weg. Ja, oh mein Gott, ich hätte nie mitgerechnet. Oh mein Gott, ist heiß. Mega. Ich habe ein Stück Wand in meine Cola. Was ist denn das? Ich habe sogar auch Plastik dort drin. Könnt ihr dran glauben, dass der Regal steht und dass ich in 15 fucking Minuten die Füße einfach weggeschnitten habe? Jetzt ist Christiane dran und normalerweise, wie ihr am Morgen gesehen habt, sie setzt die Tapete auf der Wand mit so Spachtelmasse? Mit Kleister. Aber da meine Wand ein Arschloch ist, müssen wir oder sind wir auf die Idee gekommen, sehr, sehr dickes, doppelt klebeseitige Band oder wie das heißt, zu benutzen und zu oberst dann werden wir die Tapete rein nageln. Weil diese Wand interessiert uns nicht. Und sie wird mir die Freude aus der Tapete nicht wegnehmen, diese dumme Wand. Wer wird gewinnen? Team Pure Velvet oder ob Team demolierte Wand? Schreib in die Kommentare, ob du denkst, dass wir das schaffen. Bitch. Oh mein Gott, ich kacke ab. Bist du happy? Ich glaube. Guten fucking Morgen. Es ist 6 Uhr am Morgen. Ich bin am Arsch. Mein guter Freund Mark ist da und wir müssen die alte Wohnung putzen. Und dann am Nachmittag, wahrscheinlich gegen 5, komme ich wieder hier und wir montieren die letzten Möbel mit der liebe Christiane und Karina weiter. Ich bin so kaputt, ich kann nicht fucking mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Ich kann. Bis gleich. So, meine Kinder, es ist, wie viel Uhrzeit ist das? 18 Uhr wahrscheinlich? Wahrscheinlich ist es 18 Uhr. Ich bin zurück vom Putzen. Wir haben es geschafft. Die alte Wohnung ist abgegeben worden. Und jetzt ich bin wieder hier mit die tolle Christiane. Und wo ist die liebe Karina? Hey, Queer, hey. Und oh mein Gott, sie haben die Leseecke aufgebaut. Erstens, wie gut sieht diese Tapete aus? Der Wandregal sieht mega mit den Golddetails. Ach, können wir über diese Krokodilbox reden? Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe diese Krokodildosen hier. Fabulous, sehr passend. Okay, nicht passend zu meinem jetzigen Status, aber sonst normalerweise ja. Die Beistelltische, oh mein Gott, es ist so traumhaft, wirklich. Wie lange musstest du kämpfen mit der Tapete? Heute gar nicht, also insgesamt 2 Tage. Ja, das ist halt, weil meine Wand so doof ist, ne? Das eine halt nicht so passende wahrscheinlich Struktur. Ja. Oh, da haben sie auch Deko gesetzt. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Was wäre es, wenn man den Tisch auf den Teppich setzt? 3, 2, 1. Ja! Was denkt ihr wegen dem Tisch? Ich finde das gar nicht schlecht, oder? Ja! Ja, zum Beispiel. Ich finde das voll schön. Oder? Ja. Sieht gut aus, ne? Wenn ich dann sitze, das ist dann meine Aussicht. Die Christiane, ha! Du musst jetzt für immer da bleiben. Die Christiane hat ganz viele Dekokissen, oder nicht Kissen, einfach mitgebracht. Und die Karina hat sie auch mitgebracht, auf jeden Fall. Die Karina hat sie sogar ausgesucht mit dir gemeinsam. Das ist mega, ja. Oh mein Gott, wie schön ist das? Oh mein Gott, ein Fransentraum. Ich finde die Fransen, schreibt mir in die Kommentare, welche Kissen das hier für das Sofa und das Sessel auswählen würdet. Ich denke, diese
und der Fernseher. Wer hat es sich bequem gemacht? Juanita! Ja! Du siehst wie ein Boss aus, wie eine Chefin siehst du aus. Bist du happy in die neue Wohnung? Dein Bruder hat mir gerade in die Badewanne geschissen. Er ist anscheinend nicht so happy. Aber sie scheint happy zu sein und das ist das Wichtigste. Für den Tisch? Hey, das passt alles so gut. Es ist wie in einem Traum eigentlich. Was haben wir noch? Oh ja, meine Lieblingsdosen. Seht ihr die Details auf diese Dose? Ich weiß nicht wieso, aber ich bin so verliebt in diese Dose. Wo wollen wir sie hinsetzen? So, meine Kinder, das war für Tag Umzug Nummer 2. Schreibt mir in die Kommentare unbedingt, welche Möbel von Pure Velvet oder welche Dekostück euren Lieblings ist. Und das Coole ist, dass die Christiane und die Carina auch einen YouTube-Kanal haben, also Pure Velvet, und sie dekorieren. Also für all die Leute, die Interesse an Deko haben, es gibt einen Insekt auf meinem Fenster. Sollen Sie die Folgen, ich tue so oder so, jeden Link, Beschreibung von der Webseite, von YouTube, alles in die Beschreibung runter. Und wir sehen uns ganz, ganz bald, würde ich jetzt sagen, ne? Möchtet ihr euch noch was sagen? War ich anstrengend, diese drei Tage? Sie ist Lügnerin. Jetzt oder nie? Ich dachte, es ist in meine Haare geflogen. Ich wollte sterben. Zum guten Schluss, ich möchte auf jeden Fall mich bei euch bedanken. Danke für eure Geduld, danke für eure tolle Möbel, danke für die Unterstützung überhaupt. Und es war so toll, euch da zu haben und hoffentlich bald wieder. Also wenn wir eingeladen sind? Ja, absolut. Absolut. Ich meine, stell dir vor, diese wunderschöne Sessel und den Sofa leer zu haben, das wäre schade. Danke nochmals. Danke schön. Danke, danke. Wir sehen uns ganz, ganz bald. Tschüssi. Super.